Einmal im Jahr gibt es die Excel-Anwendertage, eine Trainingsveranstaltung, die über 3 Tage geht. Damit ich bei der Vorbereitung nicht den Überblick verliere, habe ich in Excel zunächst eine Liste der wichtigsten Aufgaben angelegt, hier links zu sehen. Eine schnelle und bildhafte Übersicht liefert mir dieses Gantt-Diagramm. Diesen Diagrammtyp bietet Excel zwar nicht an, aber mit einigen Handgriffen ist das schnell erstellt. Als Datenbasis für das Gantt-Diagramm dient mir Spalte B und C, also Bezeichnung der Aufgaben und Startdatum sowie die Dauer, Spalte E, die füge ich jetzt mit gedrückter Steuerungstaste der Markierung hinzu. Danach rufe ich über Einfügen, Balken, ein gestapeltes Balkendiagramm auf. Das vergrößere ich etwas und platziere es im rechten Teil des Tabellenblattes. Bei einem ersten Blick auf die Rohfassung des Diagramms fallen 3 Dinge auf. Zum einen sind die Informationen an der senkrechten Achse genau umgekehrt angeordnet wie in meiner Tabelle. Das muss ich also ändern. Zum zweiten brauche ich aus dem Diagramm nur die roten Segmente. Die blauen muss ich also unsichtbar machen. Und dann brauche ich unten die waagerechte Achse, eine Zeitachse vom 1. Januar bis Ende Mai. Ich beginne mit dem Umstellen der senkrechten Achse. Dazu klicke ich sie an. Rufe mit STRG 1 das Dialogfeld auf und wähle hier als allererstes Kategorien in umgekehrter Reihenfolge. Daraufhin erscheint die Größenachse hier oben am oberen Rand und deswegen wähle ich hier noch horizontale Achse schneidet bei größter Rubrik, müsste eigentlich heißen bei letzter Rubrik. Als nächstes möchte ich alle blauen Balkensegmente unsichtbar machen. Ich klicke 1 dazu an, alle sind markiert. In der Rubrik Füllung wähle ich keine Füllung, in der Rubrik Rahmenfarbe keine Linie. Da ich gerade beim Löschen bin, lösche ich auch gleich noch die Legende, die jetzt überflüssig geworden ist. Und jetzt geht's an die Zeitachse. Die soll also beginnen am 1. Januar und enden am 31. Mai 2010. Als Hauptintervall wähle ich 31 und jetzt sehe ich, ich habe hier unten ein kleines Problem. Das kann ich aber ganz leicht lösen, indem ich bei dem Zahlenformat zu einem kleinen Trick greife und sage, ich möchte jetzt gerne nur die Monatsnamen angezeigt haben, und zwar abgekürzt, also MMM hinzufügen. Da ist das Problem auch gelöst. Zum Schluss mache ich die Balken noch etwas höher, indem ich sie markiere. Und hier bei Abstandsbreite meinetwegen einen Wert von ungefähr 80 wähle. Die Farbe ändere ich auf grün und fertig. Zum Schluss noch der Test, ob sich die Balkenlänge beim Ändern der Daten ändert. Ich wähle hier jetzt mal den 26. März und ersetze den durch 26. April. Und dann müsste sich dieser Balken verlängern, wenn ich jetzt Enter drücke. Wunderbar. Das waren also die Schritte zu einem Gantt-Diagramm in Excel 2010 und zwar auf Basis eines gestapelten Balkendiagramms.